Die ICE-Sprinter sind voll. Es wurde ein ICE-Sprinter auch mit einem Star Alliance-Logo schon erkannt und gesehen. Bilder zeige ich euch. Carsten Spohr ist nicht ganz glücklich mit einigen Entscheidungen, die er getroffen hat. Singapore Airlines fliegt seit 30 Jahren und feiert damit Jubiläum von Frankfurt nach New York. Dann haben wir noch ein Thema. Ja, wir haben noch ein Thema. Ich habe noch ein Thema. Und zwar Ryanair sagt, dass die Preise zu billig sind in Form von Michael O'Leary. Fliegen wird also teurer werden. Und ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, Bild-Zeitung sagt, ein Flugzeug wäre verschwunden und macht eine Headline, wo man denkt, da wäre was abgestürzt. Gott sei Dank nicht der Fall. Mein Name ist Lars, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem auch mehr Status zu bringen. Auch in der heutigen Folge, auch wenn ihr natürlich das Reisechaos wieder als Thema habt, denkt dran, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, damit ihr immer eine Nachricht bekommt, damit ihr eure tägliche Dosis von mehr Meilen, mehr Punkten und Status bekommt. Aber auch ganz, ganz wichtig, kommentieren und ein Like dalassen. Das erste Thema sorgt für Unterhaltung. Warum? Ganz einfach, ich hatte es ja schon gesagt, dass die Freunde der Deutschen Bahn zur Star Alliance gehen. Die Bilder zeige ich euch, die kann ich euch zeigen, weil ein Zuschauer von euch, für euch, so ist es richtig, aufgenommen hat, mir die Bilder geschickt hat, was ihr auch übrigens tun könnt. Und danke, Lukas Ohlig, für die Bilder. Ich weiß gar nicht, warum ich das nicht gesagt hatte, aber damit habe ich das jetzt getan und weiter geht's. Und da seht ihr, dass der erste Sprinter so beklebt worden ist. Ich finde ganz spannend, dass man da das Flugzeug imitiert, aber hoffentlich ist das nicht ein Dauerzustand, weil man ja damit quasi gefühlt nicht mehr aus dem Flugzeug, aus dem Zug rausgucken kann. So. Nichtsdestotrotz ist das damit also raus. Was die Vorteile sind, wissen wir noch nicht. Die Veranstaltung war noch nicht. Mal gucken, was da kommt. Auf jeden Fall, durch die Streichung der ganzen Flugverbindungen hat die Bahn 40% mehr Reisegäste in den Sprinterzügen im Besonderen. Immer mehr Menschen nutzen die Züge. Die Sprinterzüge entlang der innerdeutschen Flugstrecken werden halt auch zumeist von den Fluggesellschaften gebucht als Ersatz für die Kunden. Und da werdet ihr nachher auch in der Story um den verschwundenen, in Anführungsstrichen, LH-Flieger auch hören, was da so abgeht oder warum das so passiert. Und im Mai haben nach der Angabe von der Deutschen Bahn AG im Sprinter 20.000 Leute Platz genommen. Das ist 40%, ich sagte schon, 40% mehr als 2019 vor Corona. Und auch wenn man die Buchungslage sich anschaut für Juli, August, gibt es einen Sprinterboom, wie die Bahn das nennt. Also insofern, auch wenn die Fluggesellschaften die Hauptzahler sind, ist es halt so, dass auch die Kooperation natürlich mit dem Zug zum Flug für mehr Bahnreisende als Bahn, als Fliegen geworden. So ungefähr. Nee, lieber mehr Flugreisende, Bahnreisen geworden ist. So ist es doch mehr richtig, macht mehr Sinn. Schreibt doch einfach unten in die Kommentarspalte, ob ihr auch Bahnreisen geworden sind, anstatt Lufthansa-Reisende oder Flugreisende. Also insofern spannend und danke dafür. Lufthansa Carsten Spohr, ich hatte es auch schon bei einigen meiner Beiträge gesehen, dass Carsten Spohr der tiefsten Überzeugung ist, dass er alles richtig gemacht hat, aber ihr wart nicht der Überzeugung, dass er es seid und eine Stimme oder zwei, drei, vier, naja, war noch ein bisschen mehr, sagten, man sollte einfach den Mann gehen lassen, ganz genau. Es gibt ja auch, wie Mario berichtete gestern, die Aufsichtsrats-Sondersitzung zum ersten Mal in der Lufthansa-Geschichte. Ich persönlich muss dazu sagen, ich weiß jetzt gar nicht, ob das so heiß gekocht wird, wie es dann gegessen wird, weil am Ende des Tages ist es ja so, dass die Aufsichtsräte den Kurs der Lufthansa ja abgesegnet haben. Aber nun gut, lasst uns darauf eingehen. Lufthansa-Kapitän Carsten Spohr, der ja wirklicher Kapitän ist, sieht einige Entscheidungen, die er getroffen hat, kritisch und ist da auch etwas traurig vielleicht, dass er sich falsch entschieden hat. Denn man muss einfach mal sagen, dass er Piloten und Pilotinnen mit dem goldenen Handschlag, also einer sechsstelligen Abfindung, und wenn sie auf einem 380er geflogen sind, sogar mit 35.000 Euro Sonderprämie zusätzlich, ja, verabschiedet hat. Krass, oder? Also wer 55 Jahre und älter war, konnte das in Anspruch nehmen. Man hatte mit 130 Piloten in dem Freiwilligenprogramm
gerechnet, am Ende waren es, hahaha, pun intended, 380 Stück. Und er sagt, man hätte sich im Vorstand überreden lassen. Jetzt fehlen die Piloten gerade für den 380. Man hat ja nur noch 4 bis 5 380er, die man in der Flotte behalten will. Vielleicht kommen ja alle 8 zurück, ich weiß nicht. Aber nur 14 Piloten, die die Bude fliegen können. Jetzt kommt natürlich hinzu, wenn man die ganzen Flugzeuge haben will, braucht man wieder mehr Piloten, 20 Stück an der Zahl. Und Lufthansa guckt. Ich bin gespannt, was da passiert, weil wenn ihr von Steffen, dem ich ja zitiert habe beim letzten Mal, aus dem, wie heißt das so schön, aus dem Twitter-Feed von ihm, wo er gesagt hat, er wartet auf den Anruf, er glaubt aber nicht, dass er kommt, weil er zu teuer ist. Ab einem gewissen Moment kann das einfach so sein, dass es vielleicht billiger ist, solche alten Haudegen wieder zu nehmen. Auf jeden Fall ist diese Perspektivvereinbarung, das ist das, was der Konzern gekündigt hatte. Und er ärgert sich darüber, dass man halt gesagt hat, das wäre nicht nötig gewesen, wenn man damals ein bisschen optimistischer bei der Flottenplanung gewesen wäre. Ist es halt einfach so, dass die Flottenzusage ein wichtiger Punkt ist in der Einigung mit der Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit. Seit 1. Juli ist die Lufthansa übrigens auch streikfähig. Das heißt also, nicht nur das Bodenpersonal kann streiken, sondern auch das Cockpit. Ja, nur damit wir es wissen, wenn ihr beim nächsten Mal einen Flieger haben wollt und da ist kein Pilot. Also insofern liegt das vielleicht daran, dass die streiken. Man weiß es nicht. Also ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Ich hoffe, dass die sich einigen werden. Schnell noch einen Schluck Wasser, weil ich so trocken gesabbelt bin. Dann gab es etwas, was auch spannend ist. Was geschah mit Flug LH202? Reisechaos immer schlimmer. Wenn man die Kommentare auf Facebook liest zu diesem Beitrag, dann schreiben viele Leute, hey, ist da ein Flugzeug weggekommen? Ich habe zuerst gedacht, als ich die Headline gelesen habe, dass da was passiert ist, was schrecklich ist. Gott sei Dank ist nichts passiert, was schrecklich ist. Das Einzige, was passiert ist, ist halt das normale Reisechaos. Der Lufthansa-Flug LH202 sollte am Samstag um 21.15 Uhr von Frankfurt nach Berlin fliegen. Wissen wir ja alle, dass das eine Berliner Nummer ist. Auf jeden Fall wurden die Gäste per E-Mail darauf hingewiesen, dass es eine Änderung gibt des Gates. Sind dann zum Gate gelatscht, aber das Flugzeug tauchte nicht mehr oben an den Tafeln auf. Und dann gab es eine Durchsage, Flug ersatzlos gestrichen. In der Haupthalle gab es dann für die Passagiere noch mehr Spaß, weil man gesagt hat, hey, wir haben keinen anderen Flug für euch, nehmt die Bahn. Jetzt seht ihr, hier schließt sich der Kreis. Ne? Also viel mehr Bahnfahrten. Von Frankfurt dann aus noch mit der Bahn nach Berlin fahren, ist, glaube ich, nicht so toll. Aber dann gab es etwas, was für Verwirrung gesorgt hat. Eine Nachricht im Internet. Die 202 wurde als verspätet abgeflogen gemeldet. Ankunft um 22.57 Uhr und nach Beschwerden von Passagieren schrieb Lufthansa auf Twitter, was die Flugstreichung von 202 betrifft, sind wir selber ratlos hier am Hinzu, aber haben hierzu mal intern nachgehakt. Jetzt frage ich mich, hakt's bei euch? Was ist da denn los? Ist ein Flugzeug weg? Also das kann ja nicht passieren. Aber die Bild-Zeitung hat für uns nachgefragt, was passiert ist. Und zwar landete das Flugzeug in Berlin, aber ohne Passagiere. Es war ein sogenannter Ferryflug. Ferry heißt, dass die Maschine leer von Frankfurt nach Berlin geflogen ist, um am nächsten Tag einfach die normale Rotation aufzunehmen und den ersten Flug aus Berlin durchzuführen. Das ist die ganze Geschichte. Warum man die Passagiere nicht mitgenommen hat, das verstehe ich nicht. Jetzt aber, warum die ganze Geschichte so breit in der Bild ist, ist auch klar. Weil unter den betroffenen Passagieren war auch Story Machine Gründer und Ex-Bildchef Kai Diekmann, 58 Jahre alt. Und jetzt geht's weiter. Er fuhr mit dem Zug. Sein Gepäck war bis Sonntagnachmittag noch immer nicht in Berlin angekommen. Bild weiß außerdem, auch am Sonntag fiel der Flug 202 aus. Da wissen wir's. Bild war für uns unterwegs. Aber mit der Schlagzeile, Freunde, aufpassen beim nächsten Mal. Auch hier könnt ihr kommentieren, was ihr davon haltet und was ihr davon denkt. Ryanair Michael O'Leary ist ja natürlich auch ein alter Hauding und ist auch bekannt für seine Sprüche. Und er sagt einfach, dass die Tickets mehrere Jahre noch teuer bleiben. Ganz in seinem Glauben natürlich bestärkt ist der Brexit gewesen, dass das ein Grund ist, weil der Austritt aus der Europäischen Union gerade die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hindert, aus Europa für Ryanair zu arbeiten, für British Airways übrigens auch.
Und er sagte halt in einem Interview mit dem Financial Times, dass der Personalmangel dadurch natürlich verschärft wurde für ihn. Und damit sagt der Chef der Ryanair-Gruppe, relativ markig, und dafür ist er ja bekannt, beliebt und auch gefürchtet teilweise, der Rückzug aus dem Binnenmarkt, nur damit sie sagen können, wir haben den Brexit geschafft, war der Gipfel der Idiotie. Aber sie sind eben Idioten. Also insofern sagt er, dass das auch nicht nur zu allgemeinen Sommerchaos beiträgt, sondern auch zu steigenden Preisen. Und er beschwert sich auch, dass wenn er selber, und jetzt festhalten, das finde ich so geil, wenn er nach Stansted fliegt und dann mit dem Zug in die Stadt fährt, ist der Zug teurer als der Flug. Ja, mein Freund, so ist das im Leben. Fliegen ist zu billig. Also das muss doch ganz einfach so sein. Und man hat mit den Durchschnittspreisen von 40 Euro im Schnitt natürlich gut gelebt und die Leute haben damit auch gute Preise bezahlt. Aber nichtsdestotrotz sagt er es, die Preise werden sich bei 50, 60 Euro einpendeln und es wird weiterhin erschwinglich bleiben. Sagt ihr, ist das jetzt ein Drama? Sagt ihr, das ist wirklich so ein Problem, wie er es sagt? Oder ist das einfach nur, wie immer, Folklore von Michael O'Leary? Kommentieren. Singapore Airlines, 30 Jahre Frankfurt, New York. Am 2. Juli diesen Jahres haben sie ein Jubiläum gefeiert. Ein wichtiger Meilenstein. Und zwar hob der erste Singapore Airlines Flug in den Himmel von Frankfurt Richtung JFK ab. Dreimal wöchentlich ist man da mit der 747 geflogen. Sagt er, heute fliegt die 380. Ganz genau. Seit März, glaube ich, fliegt wieder die 380 täglich über den Atlantik und bringt uns nach New York in der Vierklassenbestuhlung. Man ist natürlich sehr stolz darauf, dass man 30 Jahre erfolgreich diese Strecke bedient und damit die preisgekrönten Suites und die neuen Business Class nutzen kann. Es wird ja auch diese A380R für Retrofit. Retrofit heißt alles neu innen drin. Kommt zum Einsatz. Und natürlich, ja, März war richtig, steht hier auch Gott sei Dank drin in meinen Unterlagen. Und dann ging es weiter in der Premium Economy, Economy Business Class und natürlich in den Suiten. Verpflegung kennen wir alle, also insofern super Produkt. Ich habe ja auch einige von euch schon gehabt, die geschrieben haben, du, ich fliege nach New York mit Singapore Airlines. Kann ich verstehen, finde ich toll. Super, wenn ihr das noch zu einem guten Preis geschossen habt. Nichtsdestotrotz an dieser Stelle kommen wir auch zum Ende. Danke, dass ihr heute dabei wart bei Frequent Traveler TV Takeoff. Und natürlich denkt dran, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen, zu kommentieren und ein Like dazulassen. Danke dafür und bis morgen zur nächsten Ausgabe von Frequent Traveler TV Takeoff. Danke, bis dann. Ciao.